Hallihallo, hier ist der Neox und ich heiße euch herzlich willkommen hier bei lpg.de und Minecraft Adventure Map LP mit Marius. Da! Hallo! Nach langer Zeit hier geht's. Oben bin ich. Ja, so. Nach langer Zeit geht's weiter. Wir haben offiziell jetzt Wintertide abgebrochen, weil ich finde die eigentlich. Wir finden die boring. Ja, wir fanden die langweilig. Ja. Wir fanden die langweilig. Also es ist zu. Weiß nicht. Zu viel Story-Stuff, zu wenig Rätsel, irgendwie, keine Ahnung. Und da uns Wooden Room 1 so gefallen hat, machen wir jetzt einfach Wooden Room 2. Link wie immer in der Beschreibung. Auch zum Texture Pack. Ich sag's nur schon mal vorher, damit die Frage nicht wieder 12.000 Mal kommt. So, unvorbereitet in das Ding rein. Wir fangen einfach mal an. Und da ist keine Leute, Tür drin. Leute, die Logs als Bodenbelag benutzen und immer die Borkentextur, nicht die Borkentextur, die Jahresringtextur nach oben packen, gehören geschlagen. Ich weiß nicht, ich finde es gar nicht mal so hässlich. Ich ziehe mal an diesem Wasserhahn. Nichts passiert. Das hat noch nichts gemacht. Ich traue dem ja einiges zu. Hier ist ein Knopf am Kühlschrank. Oh, das ist ein Dispens. Der Kühlschrank schießt Äpfel. Nee, nur ein. Einen Apfel. Diese Konstruktion ist nicht zu öffnen, glaube ich, aktuell. Der Boden ist aus Crafting Table. Jo. Fast schon mal. So, dann gehen wir mal hier lang. Ich habe übrigens, wir sollen eigentlich auf Moody spielen. Ich darf nicht, ich kann nicht. Ich wurde auch von der Regel freigesprochen. Hier, wir sollen hier diese Music Disc spielen für mehr Ambiente. Moody, jetzt sehe ich nichts mehr. Ich weiß, wo ich die hin tun muss. Die kommt hier hin. Ich hoffe, die Musik ist jetzt laut genug eingestellt. Dum, 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 when dum. Did this door become locked? Yep. Hier, der Telefon. Hier. Seems like the television is broken. Dann drücken wir mal hier drauf. Ich habe Noteblocks gehört. So. Und hier oben, das habe ich eben schon gesehen, ist auch noch ein Hebel. Ziehe ich auch mal dran. Passiert nichts. Ich glaube, das soll Federkiel mit Tintenfass sein. Oder so, springen wir auf die Druckplatte. Okay, die macht. Oh ne, ich glaube, das ist die. Nein, das ist ein Joystick und das ist ein Computer hier. Ach so, das ist ein Computer. Makes sense. Gut. Hier ist Badezimmer. Ich gehe mal hier an den Wasserhahn. Okay, da passiert nichts. Toilettenspülung. Knopf macht nichts. Druckplatte macht nichts. Gut. Gut. Sehr gut. Gehen wir mal hier rein. Und hier brauchen wir dann wohl einen Hebel für. Oder einen Knopf oder einen Repeater oder sonst irgendwas. Genau. This wasn't here before. Ja, Map-Regeln, nur auf Diamantblöcke darf was platziert werden, Blöcke werden natürlich nicht kaputt gemacht. Du. Ja, da habe ich die Music-Disc rausgeholt. So, falls es jetzt gerade rumgeknackst hat, ich habe gerade mein Headset mal anders, mein Mikrofon anders positioniert. Du Sau. Ja, ich Sau. Also jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie zur Hölle wir hier weiterkommen. Das wäre natürlich. Hier im Ofen ist kein Hebel. Ach ja, aus. In der Kiste ist ein Pfeil. Cool, dann nimm mal den Pfeil da raus. Also das dürfen wir machen. Die meisten Items sind wohl nur als Deko in Truhen drin, aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur Deko ist. Dazu kommt, aus Dispensern dürfen keine Items rausgenommen werden, also von Hand. Die Frage, was zur Hölle geht mit dieser Tür. Soll ich auf die Druckplatte was drauf werfen? Mach das mal. Ah! Jetzt hast du es natürlich wieder aufgesammelt, aber. Ja, aber ich komme von innen wieder raus, das lese ich. Und ich habe ein Stück Redstone. Ah, das können wir auf den Diamantblock legen, da hinten. Das sind Profis am Werk. Ja. Ach stimmt, ja, Gold. Ach guck mal, das ist eine Chest. Und das ist ein Hebel drin. Ja, war klar. Goldblöcke sollen Attention auf sich ziehen, also soll man drauf achten. Attention Horse. Oh, Iron. Das kenne ich irgendwie. This hallway. It's so... familiar. Ja, wait, I remember now. No. Goldblöcke! Ah, guck mal. Ah, das ist eine Kiste.
Ja, natürlich ist das die Kiste. Jeder, der jetzt, warum auch immer die jetzt hier nicht funktionieren, aber jeder, der Wooden Room 1 gesehen hat oder gespielt hat, der, dem dürfte das schwer bekannt vorkommen. Tier Guild. Ja, there were Pistons. And numbers. Ah, guck mal! Please no. Nein! Ich seh nix. Oh fuck. Rails and. Ach, das ist so ein Recap, ein kleiner. Gut, dass du was. Holy shit, connected textures! Ich hab sie zum Glück. Hab ich sie an? Nee, ich glaube, ich hab sie sogar an. Aber. Die bösen Kürbisse, what the fuck, man? Was geil. Zur Hölle? Einfach nur geil. Yay. Ach ja, ich sollte übrigens auf Render Distance Normal spielen, sonst hätte ich Fahr angemacht. Deswegen gab es hier gerade ein bisschen Fehler. Ja, hier ist auch ein bisschen sehr duster. Was ist denn hier los? Okay. There once was a woman who lived in a shoe. She had so many children, she didn't know what to do. She gave them some broth without any bread, then wiped them all soundly and put them to bed. Irgendwie klingt das nicht nett. Doch. Wake up, steht dort. Ich werde das jetzt nicht übersetzen. Wake up, get up, brush up. Chapter 1, Somniac. Ich glaube, dass sich einer ins Bett legen soll. Aber das geht ja nicht. Geht ja nicht. Funktioniert ja nicht. Oh, Great Adventure Map. Broke. Already. We broke the rules. Also haben gewonnen. Ja. Ah, ein Knopf. Ja. Hat er irgendwas gemacht? Nö. Das fängt gut an. Das fängt super an. Ach, guck mal, da ist ein Villager. Der fällt mir jetzt erst auf. Was steht denn da? Well, look who woke up. Put up a fight, yeah, did. Oh mein Gott, so Akzentzeug. Yeah, you did. Saw you wandering about the plain. Noticed here that you're on the moss once list. Wise da, eh? Go rot. Super. Danke, netter NPC. Gut, die Frage ist, ob das mit Absicht so ist oder ob das Ding jetzt broken ist. Ich glaube eher, es ist kaputt. Was wir ausprobieren können, nein, ich cheate nicht. Ja. Yeah. So, jetzt mal gucken. Ob was das, soll sie das machen? Was weiß ich, ob das ein Butt-Switch ist oder so ein Scheiß. Geht nicht, nee, das geht nicht. Darauf reagiert er nicht. Okay, wir pausieren gerade kurz, gucken, ob wir das fixen können, falls es broken ist, und dann melden wir uns wieder bei euch. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe das hier gerade mal gefixt, indem ich einen Redstone weggerissen habe. Irgendwie 1.5 macht alles kaputt und Redstone-Update und so, deswegen scheint das hier nicht mehr zu funktionieren. Ich hoffe, dass das nicht mehr öfters vorkommt, weil sonst werden wir auf Dauer ein Problem haben. Ganz einfach. Es hat sich dieser Gang geöffnet. Ich mag, dass Obstacle falsch geschrieben ist. Ja. Yep. Kill him. Let's kill him. Wieso habe ich das Gefühl, dass das auch broken ist? Nee, warte, hier sind Pfeile. Man kommt an die Truhe ran und da sind Bogen mit Pfeilen drin. Ja gut, dann töte ihn. Der steht bestimmt auf der Druckplatte. Das. Eins. Ist. Ja, okay, tatsächlich. Und. So. Wusste ich's doch. I killed him. Yo, you killed gute, him. Gute Zwischenbilanz. Ich hab schon mal immer wieder jemanden getötet. Kill count 1. So, hier ist noch ein Tür. Ja. Maintenance Room mit einer Tier of Guild.
Und Wasser, ich trau diesem Wasser hin hier nicht. So, Varys geht vor. Evern. B. Hier in der Taverne, Alter. Ja, der Wolf. Ja, okay, hier ist schon mal ein Jumping Puzzle. Ziemlich Yay. Obvious. Das fängt ja schon. Ach du Scheiße. Das war ja gar nichts. Das fängt ja schon gut an hier. Müsste man den Parcours auf dem Survival Game Server machen. Ich hab schon Schlimmeres gemacht, glaube ich. Scheiß Parcours Maps. Oh, du hast keine Ahnung von dem Parcours. Wow, what the fuck? Ich höre Hühner und Hunde. They'll be looking for you. Ah, okay, ich verstehe es. Man kann hier durchfahren. Ja, das Thema hattest du doch schon mal, dass man zwischen... Ist da unten irgendwas? Nein. Ja, sind Villager. Irgendwas in den Truhen? Fressen. Muss ihn jetzt umbringen, damit Glas und, Tea of Guild habe ich. Ja, cool. Ich nehme mal das ganze Zeug mit. Mach das. Ich bleib hier oben und warte auf dich. Wir sollen uns verstecken, steht hier. Ist jetzt nicht gerade verstecken, was du da machst, aber es ist ein Anfang. Könnte sie alle töten? Könntest natürlich auch deinen Kill-Count nach oben treiben. Ich bin raus. Ich möchte den Knopf drücken, nicht auf den Villager schießen. Ja, draußen. Ja. Yep. Ist der Versuch. Jupiter. Und wieder ist Jumping. Mario sind die Differenzen mit seinem mit dem Jumping Puzzle. Ja. Einmal kurz daneben gesprungen. Das ist der Trick bei den Dingern. Ja. Autsch. Willst du nicht ohne mich weitergehen? Die Zuschauer langweilen sich sonst. Ja, aber das ist doch doof. Was soll ich denn machen? Hier ist ein Treppenhaus. Wahnsinn. So. Prison Tavern. Sonst schneide ich das einfach raus. Oder ich speede das ab und dann. Moving around at the speed of sound. Wenn das keine Copyright-Probleme geben würde, das wäre es ja. Nee, gibt's ja auch bei den Game Grumps nie, wenn sie das machen. So, und jetzt bewege ich mich so, dass ich nicht durch die Mitte falle, das heißt immer nur. Der Witz ist, ich habe da gar nicht drauf geachtet, ich bin einfach durchgerannt. Ja, aber ich habe das Glück, ich finde diese Löcher inzwischen. Ich bin gleich da. Also als kurzen Einspieler, wie du hier so im Kreis sitzt, moving around. Ich bin da. Ja, jetzt musst du noch hier rüberkommen. Von da raus, oder? Von da, wo du jetzt stehst, kommst du hier rüber zu mir. Nein. Das so also, geht beides, glaube ich, sogar. Das ist Latte. So. Storage. Hier geht's. Ich glaube, wir können da oben aufmachen. Meinst du? Da unten ist eigentlich nichts. Ich war komplett unten. Prison Tavern. Das ist auch kein. Das ist auch kein Safety-Hebel oder so. Doch, was soll denn das? Storage. Glaswand. Animal Hold. Oh. Behold the Animals. Hier ist was zu essen drin. Oh, shit. Aua! Kill Count hoch! Die obere. Wow. Ah, guck mal, eine Tear of Guild in der oberen Double Chest. Das ist eine Truhe, die kann man nicht öffnen. Ja, die ist super klug konstruiert, aber eine Tear of Guild. Das ist doch schon mal gut. Weiter geht's. Du musst diesen Bogen aus der Hand nehmen. Da. So. You're an idiot if you want to go in there. You'd get caught and killed in an instant. Find some other way out of here. Lobby, ground level. What? Dann müssen wir irgendwo durch das Animal Hold Ding. Bestimmt. Anders kann ich mir das gerade nicht vorstellen. Im anderen Teil da ist ja überall. Irgendwo durch das Animal Ding. Wetten? Weiß nicht, die eine Wand. Ach nee, warte, da sind wir rein. Ja, ach. Das ist doch, wir sind doch doof, glaube ich. Ja, sind wir. Glaube ich.
So. Du stellst dich an. Das macht durchaus Sinn. So, hier geht's runter. Im Sinne von, ich will nicht! Willst du zuerst? Ich will nicht zuerst. Offensichtlich wollen wir beide nicht zuerst. Du musst runter, okay. So. Hier ist Wasser. Wasser. Hallo Wasser. Wie geht's dir, Wasser? Mir geht's gut. Wow. Hier geht's runter. You idiot, get rid of the murder weapon. Och, Mönner. Ja. So. billigste Aktion ever. Frage ist, wie kommt man hier hin? Okay, kann man da vielleicht irgendwie runterfallen? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch Plumpsklo. Nice. Genau, wir sind hier im I. Im I. Vorsicht, da kann man runterfallen. Ich will da nicht runterfallen. Lass mich erstmal versuchen, darüber zu springen. Okay. Hätte ja klappen können. Nee, das geht auch gar nicht. Du stößt sofort an. Hätte ja klappen können. So. Ah, okay. Wasserrätsel. Dö. Yay. So, ich guck mal, was die Knöpfe machen. Finally. Das macht... Jetzt. Das. No, this is some serious Legend of Zelda BS right here. Yes! I heard you like water temples. Oh, ich weiß, was das wird. Achso, wir müssen was durchführen. Das wird, ne? Genau, das wird jetzt von wegen Drops dahin kriegen. Drück mal auf den... Achso, auf alle verschiedenen Drops. Ja, ja, drück mal auf den Knopf an der... Also den Knopf neben der Tür. Mhm. Gucken... Ja, da kommt jetzt ein Wolle. Und jetzt mal gucken, wo das hinfließt. Es ist Schnee und es versucht sich aus dem Boden rauszuglitschen. Und Schnee. Sehr gut. Bei mir ist es nach oben gesprungen, gerade ein paar Mal. Ja, ja, bei mir auch. Ich dachte fast, das Land im gleichen Land in Europa. So. Okay. Okay. Es landet jetzt hier und hier. Die Frage ist, müssen wir alles gleichzeitig bewässern oder bleibt das gedrückt? Da drück einfach auf den Knopf. Es bleibt gedrückt. Ja, drück einfach auf den Knopf. Wenn der Voltlock da liegt, bleibt es gedrückt. Das ist ja der Sinn. Ja, drück mal auf den Knopf. Hab ich schon. Achso, ist schon unterwegs. Ach da, ich seh's grad. Jetzt die Frage, wenn das jetzt immer nach da geht. Du musst es halt jetzt so machen, dass der Wasserfluss zum anderen Ding geht. Geht jetzt irgendwo das hin? Das ist der Sinn dieses Rätsels. Ja, ja. Schon realisiert. Mehr oder minder. Jetzt hätten wir die Druckplatte. Das ist auch schon mal ein Anfang. Das ist wieder eine? Ja, das ist wieder eine. Ich drücke. Jo. Geh da runter. Böser Wallblock. Ich mag dieses Rätsel. Ich mag das Rätsel auch, wenn dieser Wallblock nicht so rumglitschen würde. Der macht mir ein bisschen Angst. So, auch gedrückt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das nach oben. So, dann fließt das Wasser dahin. Jetzt muss ich gucken, welcher von den Hebeln dieses eine absperrt. Okay, der schon mal nicht. Wie sieht's mit dem aus? Der sperrt das auch nicht ab. Welchen hast du gerade... Welchen hast du als erstes gedrückt? Gar keinen. Das wäre eine Möglichkeit. Das macht aber ich komplett aus. Ja, warte mal, dann probier halt erstmal das andere Zeug. So. Und jetzt die anderen zwei habe ich auch schon probiert. Das wäre der. Der macht hier hinten gar nichts. Probieren wir es mal so. Das hat's ja nichts getan. Ja, doch, von dem einen Ding kommt jetzt von oben da die Strömung. Ach so. Ah, das ist ja auch noch. Alle. Ja, gut. Ich will mal hoffen, dass da ein paar mehr Drops drin sind als. Bestimmt. Ja, sind noch 51 Blöcke drin. Das, Oh, das, ah, geht das funktioniert. Und jetzt müsste die Tür aufgehen. Ah, wir sind so gut. So. Ah, wir sind so gut. Ich mag den Hebel noch nicht. Okay, das ist Safe Room. Like. Warte mal, ich schätze mal, dass das noch erlaubt ist. So. Ja, los. So. Nur um... Das ist eine Truhe über der Tür. Ja, Tier of Guild. So, Ziehst du? Warte mal, das ist eine Leiter. Zieh einem Hebel. Das ist trotzdem eine Leiter. Wiederum ist... Tür. Eine Zisterne. Okay, Zisterne, ja. Zieh mal neben. Ja. Bing. That's the alarm. Quick, get out of here. Panic. Das ist eine Leiter.
Panic! Panic? Panic Mode activated. Ey, da geht's runter. Geht's in Ruhe? Hab ein Tiefgeld. Bei mir stehst du immer noch an der Leiter. Ich bin eigentlich unten. Mein Minecraft sieht das anders. Ach, mein Minecraft. Ja, was mein Minecraft so sieht, ne? Ich sehe da immer noch. Ich sehe es da rumhitzen. Ja, ich hüpf gerade hier irgendwie in dem Wasser rum und versuche. Ja, da bin ich auch gerade rum. Ich glaube, ich bin auch halbwegs richtig. Aber was steht da? Weg. That git there is the overseer. Good things it's just a TV, not him in person. He can't see us through a TV. Uah, Schneegolem. An dieser Leiter hier drüben. Ich kletter gerade hier hoch. Ja, ich kletter gerade hoch. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt auf das Mittelding springen will. Ich glaube, ich will das. Sieht es eigentlich aus mit unserer Aufnahmezeit? Die ist genau jetzt tatsächlich aufgebraucht. Und ich stehe gerade auf dem Mittelteil. Perfekt. So, ich weiß ja nicht, wo du stehst. Bei mir stehst du da immer noch an der einen Ecke. Das macht keinen Sinn, weil da bin ich längst nicht mehr. Gut, wir beenden damit unsere Folge hier, während der Alarm läuft, voll tensioned und so, und hier auf dem Ding steht. Und wir sehen uns nächste Woche Freitag. Yo. Genau. Bis dann. Ciao.